Also, Joel. Also? Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Keine Intoleranz an Bord. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns und trotzdem haben Sie uns Ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Passt schon. Und ist das Ihr Gewehr? Ach, was ist denn das jetzt für eine schon. Konversation? Es ist von dem Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an Ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angare sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Okay. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Wie interessant. Das könnte Spaß machen. Was ist das jetzt? Okay. Machen wir einfach mal. Wenn wir mal etwas Zeit haben, würde ich Ihnen gerne bei der Arbeit zusehen. Natürlich. Ich kann es allen zeigen. Nein. Nur wir beide. Damit wir uns besser kennenlernen. Oder einfach nur ein Hobby teilen. Ach, natürlich. Gut. Gut. Okay. Sharp mit den Schuhen. Ja, ich muss jetzt ganz schnell zur Brücke. Erstmal alle angraben. So, Freunde, alles gut hier bei euch? Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Welltech. Dank des Reliktspeichergeräts aus dem EOS-Gewölbe brauche ich nur noch ein spezielles Welltech, um mein Projekt abzuschließen. Ja. Eine Auflistung der Gegenstände, die ich an Bord Ihres Schiffes gebracht habe. Decken und Bettwäsche. Falls Ihre mir unbekannte Alien-Bettwäsche nicht ausreicht. Okay. Persönliche Gegenstände. 25 Gläser Nährstoffbrei. Rüstung. Was? Unbekannt. Alternativ Umhang. Hosenträger. Was? Salbencremes und Parfüm. Persönliche Waffe dabei. Ich wurde mit einem Universalwasser ausgesucht. Ja, alles gut. Ich habe einen Plan. Können Sie bei Gelegenheit kurz vorbeikommen? Ich habe eine Idee, die ich Ihnen präsentieren will. Ja, das war der Filmeabend, ne? Genau, das war der Filmeabend. Genau wie auf Sir Cash. Suvi? Hey, alles gut? Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo zu schwer ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. Oder jemanden. Ist dieses zusätzliche Gewicht ein Problem? Technisch gesehen nicht, aber etwas Schweres, von dem wir nicht wissen, was es ist, das ist nicht gut. Unsere internen Sensoren haben nichts entdeckt, aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders.
Könnten Sie sich mal umsehen? Mach ich. In Ordnung. Ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Ich ahne es. Wenn ich jetzt einfach mal ganz impulsiv und spontan Ideen in den Raum schmeiße, haben wir diesen grünen Angara dabei. In der Luftschleuse ist schon mal kein zusätzliches Gewicht. Schade eigentlich. Da wären wir es leicht losgeworden. Ich wette, wir haben diesen grünen Alien an Bord. Einen blinden Passagier. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Keines der Geräte hier würde als zusätzliches Gewicht registriert werden. Okay. Wir haben einen blinden Passagier, ganz sicher. So cool, ne? Die Brücke ist vorne, der Maschinenraum hinten, die Krankenstation Steuerbord. Vorne ist alles fürs Hirn, hinten das für die Mucki. Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Und was jetzt? Und was werden Sie jetzt, da Sie mich haben, mit mir anstellen? Ich habe mit dem Antrieb geredet. Da war so ein Dingsbums, das sich ein bisschen geziert hat. Ich finde das schön. Sie baggern mich doch nicht gerade an, oder? Würde ich nie machen. Jedenfalls nicht sonderlich gut, wenn Sie schon nachfragen müssen. Ach was, das liegt nicht an Ihnen. Ich stehe nur einfach nicht auf Frauen. Ah, gut zu wissen. Ich habe hier mit ein paar Geißelproblemen zu kämpfen. Sie wollten ja nicht hören, als dieser Archon-Typ versucht hat, Sie vor einer Spritztour in das Ding zu warnen. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion. Was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung. Aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Sie könnten es bereuen. Wollen Sie wirklich riskieren, dass Ihre Siegesserie reißt? Ha, darauf lasse ich es ankommen. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Das klang falsch. Laut Daten hat nichts hier drin ein ungewöhnliches Gewicht. Okay. Natürlich nicht. Gibt es irgendein Problem? Ich hoffe nicht. Wo hat er sich versteckt, der Lümmel? Halt. Ich muss mal eben einen Stockwerk tiefer. Ich hab's. Suvi, das zusätzliche Gewicht ist hinter dem Lagerraum-Shot. Dahinter? Ja, es sieht aus wie ein Fertigungs-Mac, der mit dem Rumpf verschweißt wurde. Durch den Scan der Teile wurde ein Audiolog aktiviert. Ich denke, ich weiß, was hier los ist, Ryder. Könnten Sie auf die Brücke kommen? Okay.
kann ich. Kann ich, kann ich. Hey, Cora, alles cool? Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Hm. Wir kennen unseren Feind. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Nichts Neues. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Wo war eigentlich nochmal mein Quartier? Pathfinder's Quarters. Ach, schön. So, warte mal, hier konnte ich doch noch was machen. Ich konnte mich hier doch umziehen, ne? Garderobe. Oh. Jacke. Ja, so sieht's doch viel besser aus. So. Ach ja, warte. Kurze Ärmel, lange Ärmel, Jacke. So. Ziehen die Jacke an. Ist kalt an Bord. So. Oh. Es ist so kalt an Bord. Die Dame muss erstmal eine Jacke anziehen. Gut, genau, ich sollte zu Kello kommen. Boah, was ein langer Weg bis zu meinem Quartier, ey. Pibi, bei dir alles gut? Dieser Archon ist unheimlich. Vielleicht erlauben mir die Angara ja, meine Zelte vorübergehend auf Aya aufzuschlagen. Ich nehme an, das ist ein Scherz. Dieser Kerl ist ein Nichts. Sie würden zulassen, dass so ein knochengesichtiger Aufschneider sie meiner faszinierenden Gesellschaft beraubt? Dieser Aufschneider hasst sie. Wenn sie nicht aufpassen, trifft vielleicht er die Entscheidung, mich ihrer Gesellschaft zu berauben. Alles klar. Halten Sie ihn nächstes Mal in der Leitung. Ich hätte ihm vielleicht noch das eine oder andere zu sagen. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Sehr gut. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So, jetzt aber hier. Ab zur Brücke, ab zur Brücke. Kello sagt mir, was Sache ist. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Sam, das stimmt nicht. Du musst mal deine Routinen ein bisschen prüfen. So, Kello, was ist los? Diese verschweißten Teile, die Sie im Lagerraum gefunden haben, ich weiß, woher sie stammen. Okay. Sie gehörten Lucille Diawara, der Chefdesignerin des Schiffes. Sie hat sich während des Baus das Rückgrat gebrochen. Aber Lucille wollte ihr Schiff nicht im Stich lassen, also hat sie sich aus einem Fertigungsmeck einen Anzug gebaut, den sie tragen konnte. Sie muss ihn mit dem Rumpf verschweißt haben, als eine Art Signatur. Okay, dann war ihre Arbeit wirklich wichtig. Nicht einmal ein gebrochenes Rückgrat konnte sie von ihrem Traum abbringen. Sam, hast du bei Lucilles Anzug nicht ein Audiolog gefunden?
Kannst du es abspielen? Ein Sam hat also meine Fertigungsausrüstung gefunden. Gut gemacht. Das heißt, die Tempest gehört jetzt einem Pathfinder. Mason Barrow, Seven Raker, Matriarchin Ishara, Alec Ryder. Sie waren die Besten von uns. Ich bin auch fantastisch. Nee, komm, wie viele sind übrig? Mein Vater ist tot. Ich frage mich, wie viele der anderen Pathfinder es wohl geschafft haben. Wir werden es rausfinden. Sie werden es rausfinden. Passen Sie gut auf mein Schiff und einander auf. Was auch immer Sie in Andromeda erwartet. Sie verkörpern die Milchstraße. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lucilles Stimme nochmal hören würde. Die Pathfinder lagen ihr wirklich am Herzen. So sehr, dass sie ihnen ihren Anzug mitgegeben hat. Als eine Art Glücksbringer? Er gehört hierher. Lucille hat ihn zu einem Teil der Tempest gemacht. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich kümmere mich darum, Ryder. Okay, zurück an die Arbeit. Machen wir sie stolz. Übergepäck. Gut. So, Haval oder World? Ich empfange etwas. Oh, was? Sonde unterwegs. Ein Asteroid. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Schauen wir uns das doch mal an. Sehr gut. Beryllium. So, wir müssen jetzt nach... Okay, eine hoffnungsvolle Spur. Okay, hier müssen wir erstmal wieder raus. Wo ist denn jetzt Wöld? Da, ne? Ne, das ist Merav. Forschungsstation auf der glühend heißen toxischen Oberfläche. Ach, jetzt haben wir's. So, Nalesh, Noll, Joba. Mit dem Widerstand treffen in Wöld. Und hier ist Aya, ne? Ne, warte mal eben kurz. Ich muss mir mal eben kurz die Quests nochmal durchlesen. Ich bin ein bisschen dämlich. So, Wissenschaftlern auf Haval helfen. Mit dem Widerstand treffen. Nach Haval oder Wöld reisen. So, Haval. Die Quest ist aktiv. Was ist das denn da? Fitwun. Einmal pro Jahrhundert. Nein, ein Ausläufer der Geißel. Als Ergebnis davon scheint seine Atmosphäre zu bluten. Oh, Feier.
So. Mit dem Widerstand treffen. Ich habe die Quest Haval angemarkert, ne? Ja. Manchmal vergesse ich, wie klein wir sind. Er zeigt mir hier keine Quests an. Das ist doch nicht wahr. Letafo, Ihafor, Terochero, Nadine. Das ist falsch. Die werde ich noch erkunden, die Systeme. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Story voran. Wir haben lange nicht geballert. So, Freunde, jetzt geht los. Welt. Divitas. Wo ist denn dieser andere Kackplanet? Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh, cool. Nice. Kupfer. Landetrupp. Okay, packt zusammen, Leute. Packt zusammen, ich Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Landezone auf World. Durchläuft gerade eine Eiszeit. Eins war die Welt vollgepackt mit Dutzenden von großen urbanen Zentren. World ist eine Hochburg der Cat. So, wunderbar. Team. Ich glaube, ich muss den mal mitnehmen, ne? Und bei Cora könnte ich auch mal kurz austauschen, oder? Umherziehende Söldnerin. Drack. Ach, weißt du was? Komm, ich nehme Pibi mit. So, nehmen wir die beiden mal mit. Dann passt das schon. Munition. Brandmunition. Disruptormunition. Gegen Schilde. Kryomunition oder Weißt du was, wir nehmen mal Disruptor-Munition mit. So. Was mit dem Wagen? Lackierung auswählen. Habe ich nicht. Bringen Sie uns runter, Callow. Wir hatten diesen Planeten Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Okay.
Hoppala. Oh oh. Nicht gut. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Ja, man kann ja nie wissen, ne? So, zack, Helm auf. Welten zur Prüfung finden. Warte, ich muss eben die Quest wechseln. So. Wo ist der Nomad? Suvi hatte recht, was die Kälte angeht. Sieht schon heiß aus. Gut, okay, weiter. Kalte Umgebung, Gefahrenstufe 2. Na super. Wenn man nicht wüsste, dass hier was ist, man käme nicht darauf, dass hier was ist. Vorsichtig, Eis und Dunkelheit, eine tödliche Kombination. Das ist beeindruckend. Eine funktionierende Basis auf einem Berg aus Eis. Wir sind erschlagensvoll, nur vorübergehend. Problem geschlagen. Ein Strahler. Ich muss mich kurz aufwärmen. Mir war noch nie so kalt. Wir sind fast da. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Anjik reden. Okay, das machen wir dann. Jetzt müssen wir erstmal darüber springen. Nice. Eiswelt. Das Schiff schwebt hier einfach mal so. Oh, dieses Grau. Dieses Grauschleier. Ist, ein bisschen kalt hier. Ist euch nicht kalt, sag mal? Hey, sieh da, Entdecker! Was hast du jetzt? Ich habe gehört, sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Okay, danke sehr. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Bolt. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Alles klar. Okay, Munitionskisten. Helm, Angara, Panzerung. Ich habe von diesen Dar gehört. Glaubst du, das ist die Rache für die Vertreibung der Cat?
Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich definitiv so an. Nice. Solarstrahler. Erzeugt künstliches Sonnenlicht. Okay. Schön, Sie wiederzusehen, Commander Dozier. Und Sie, Jol. Ist das Alien, von dem Sie glauben, dass es uns helfen kann? Ja, das ist Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich bin Enyek Dozier. Merken Sie sich den Namen. Denn wenn Sie uns hintergehen, werde ich Sie persönlich töten. Und seien Sie versichert, dass das, was ich dann mit Ihnen mache, die Sterne dazu bringen wird, Ihr Gesicht abzuwenden und zu verlöschen. Das wollen wir nicht. Ich verstehe vollkommen. Jeder will, dass die Sterne weiterhin leuchten, richtig? Dann sind wir uns ja einig. Wenn Sie sich beweisen wollen, werden Sie eine Verbündete in unserem Kampf gegen die Cat. Trotz all unserer Bemühungen bleibt Ihre stetig wachsende Truppenzahl eine Bedrohung für unser Volk. Reden Sie mit unseren Beobachtungsposten, die das Tal überwachen. Sie wissen, wo die Not am größten ist. Jol, behalten Sie sie im Auge und seien Sie vorsichtig, mein Freund. Das bin ich immer. Okay, den Anführer getroffen. Mit der Widerstandswache reden. Mit Commander Dozier sprechen. Mit den Wachen sprechen. Hui, Kettenüberwachung. Kettenführer geht zur Konsole, spricht mit unbekannter Person. Kerkin? Wer ist Kerkin? Kett kommt der Position der Wanze sehr nah. Oh! Gruppe von 5 Cat verlässt die Basis, um wilde Pirscherherde zu erledigen. Minutiös überwacht hier. Rauschenübertragung fällt 7 Minuten aus. Möglicherweise Netzwerkprobleme. Ha. Schicke Basis hier, schicke Basis. Am Arsch der Welt und eiskalt, aber... Warten Sie, hoffentlich feindliche Patrouille nähert sich. Von diesem Raum aus überwachen wir die Einsätze unserer Brüder und Schwestern. Komm nicht so nah ans Lager. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Wow, ich frage mich, wie das wohl funktioniert. Wo geht's denn schon wieder hin? Die haben Relic-Tech eingesetzt? Konsole, Widerstandsalarme. Ist der Geheimdienstoffizier? Sollte ich mit dem mal reden? Ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Ich mache hier erstmal ein Päuschen. Mal eben kurz die Augen ausruhen, kleines Päuschen machen und dann machen wir eine neue Session Mass Effect Andromeda. Bis hierhin erstmal danke fürs Zusehen. Bis dahin.